Jo, wegen dem Eisen und allgemein, was ich jetzt zu den nächsten Folgen vorhab. Zum einen würde ich ganz gerne die ganz schnellen Fließbänder, die hier in etwas größeren Mengen herstellen, damit wir hier immer schön schnell genug, auch für längere Strecken, das Eisen angeliefert bekommen können. Muss ich also gleich automatisieren. Und es wurde mehrfach in den Kommentaren erwähnt, dass ich doch ganz schnell die Tree Farm irgendwie begrenzen sollte. Weil sonst haben wir irgendwann ein Riesenproblem, was Stauplatz angeht, weil das wohl recht schnell produziert wird. Also das beides wollte ich angehen. Ich kann das hier schon mal so ein bisschen. Macht zwar so gut wie gar nichts. Jetzt gerade. Aber ich habe schon vorbereitet. So, also. B. Mach dich weg. Wir laufen rüber. Wir müssen dann zu der Ölgeschichte. Ich glaube, da war das irgendwo. Also die Geschichte mit den Fließbändern. Dafür laufen wir in die falsche Richtung von unten. Was wollt ihr da haben? Achso, Solarpanels und so Gedöns. Ja, ist okay. Ja, haben wir noch gar nicht gebaut. Okay. Brauchten die besseren Dinger da Lubricant? Ja. Okay. Das heißt, ich nehme einfach eine Fabrik. Zack. Setz die da wahrscheinlich hin. Die brauchen denn einen Lubricant-Eingang. Zack. Brauchen Fast Transport Belts, brauchen Iron Gear Wheels und brauchen Stromsparmodule. So. Zack. Zack. Bau mal da. So, so. Achso, und die Draht- und Chip-Geschichte muss ich mir auch nochmal angucken. Es wurde jetzt schon von mehreren Leuten vorgeschlagen, dass ich doch bitte, bitte die langen Ärmchen dazwischen setze. Und ich weiß, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach erwähnt. Ich weiß, es ist die beste und einfachste Lösung. Aber, ne? Ich hatte mir was vorgenommen für diese Staffel. Und das versuche ich auch so gut es geht umzusetzen. Pack jetzt bitte hier rein. Die da. 50 Stück. Und Fließbänder. 50 Stück. So. Und dich beschränken bitte auf 4 Stacks. Sollte eine Weile reichen. So, du bekommst von mir schon mal ein Stack davon. Und einen ganzen Stack davon. Und dann legst du bitte richtig schön schnell los hier. Dann kann ich die nämlich gleich mitnehmen und weiter aufbauen. Angriff und nur zwei Türme schießen. So, ist da unten wieder. Ach Mist, da unten war gefährlich, ne? Da konnten Sachen kaputt gehen. Dum, 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 dum. Das ist Tor. Ja, da konnten Sachen kaputt gehen. Hä? Also, sie haben nur zwei Türme geschossen, weil die Topaz-Türme, ne, für zwei gereicht haben, quasi. Na gut. Robo-Abdeckung? Naja, hier nicht wirklich. Ich will die ganzen Bäume da weg haben. Tungsten ist fast alle. Das ist nicht so schön. Oh ja, ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Das heißt, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Die restlichen Fließbänder abholen. Rote Fließbänder haben wir nicht automatisiert, ne? Das heißt, die Dinger werden sich nicht automatisch füllen. Das ist ärgerlich. Also bapp ich mal kurz hier neben so ein Fließband-Ding, wenn ich es denn finde. Fließband-Ding. Irr. Oh Gott. Fließband-Ding da. Na gut, machen wir es hier drüben hin. Du und du und du. Du stellst bitte rote Fließbänder her. Automatisch. Dafür brauchst du normales Fließband und fünf von den Eisenzahn-Dingern da. Genau. Also Eisenzahn-Dinger. Da. Und normale Fließbänder. Und dich beschränken wir ebenfalls auf zwei. Die Zahnräder könnten problematisch werden. Wenn wir kein Eisen haben, ja. Das behebt sich ja hoffentlich demnächst das Problem. Ja, also sobald genug Eisen da ist, müssten genug Fließbänder hergestellt werden, genug Zahnräder hergestellt werden, dadurch genug bessere Fließbänder und dadurch genug noch bessere Fließbänder. Und dann habe ich hoffentlich auch gleich genug Plastik. Sieht gut aus. Kohle ist okay. Gib mir ein. Wow. Super. Ah, Gott.
Okay, ich glaube, ich muss das Nachtsichtgerät gleich wieder einschmeißen. Weil ich müsste hier eigentlich jetzt die Fließbänder austauschen. Habe ich noch genug Gates dabei? Nee, ne? Bau mal kurz Gates. So, und hau die mal irgendwo hier zwischen. Ich hätte gerne hier auch noch einen Eingang. Abermals nicht sonderlich sicher, aber ich baue einfach drauf, dass die drei Türme das schon irgendwie schaffen. Und das wird wieder hell, das ist auch sehr gut. Also. Erstmal hätte ich hier ganz gerne schnelle Ärmchen. So. Dann hätte ich hier ganz gerne. So, sieht doch schon wesentlich besser aus. Und ich teste mal, wie voll bist du? Oh, du bist schon fast voll. Ja, okay. 2, 3, geht das auf? Aber ganz knapp nicht, das ist doof. So. Oh, ja, und es geht auch da oben nicht auf. Da. Ja, da müssen auch schnell Fließbänder hin. Aber das sieht doch schon wesentlich besser aus. Okay, außer der Stau da natürlich, aber das hier geht gut ab. Das ist Harbert jetzt prima wieder in den Robotern. Die ich nachher noch ersetzen muss, aber das ist okay. Da oben war der Eingang. Das heißt, ich schmeiße jetzt die paar roten, die ich gerade abgebaut habe, wieder da unten rein. Da. 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 Und wo wird gerade das ganze Eisen verballert? Mist. Muss mal gucken, ob ich irgendwelche Eisenschmelzöfen vielleicht auf den ausgemacht habe zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber bis hier schaut es gut aus. Ich kriege einfach nicht genug Eisenerz angeliefert. Ja, das ist das Problem. Ja. Die produzieren Tiere schnell, aber ne? Halt nicht genug Eisen da. Und es sind noch nicht sonderlich viele, es sind nur 8 Stück. Im Gegensatz zu den zigtausend, die hier für Kupfer zuständig sind. Ja. Gut, aber ich muss trotzdem nicht mehr bauen. Weil das müssten alle schon MK2er sein, richtig? Und die haben alle tolle Speedmodule drin. Also kommt es nur auf die Roboter an. Habe ich zufällig ein paar blaue Chips dabei? Ja, das sieht gut aus. Dann schnapp dir doch mal einfach hier so. Ein paar von den langsamen, schwachen, alten Robotern. Und mach da draus die besseren. Immer mal so zwischendurch, das war ja mein Plan. Obwohl mich das ein bisschen zu sehr daran erinnert, wie wir mit den Robotern angefangen hatten. Wo ich mir vorgenommen hatte, jede Folge mache ich jetzt 5 bis 10 Roboter. Das hat auch nicht hingehauen. Lass die Roboter frei. Aber genauso müsste ich es eigentlich machen. Ich müsste einfach nur Stück für Stück immer die aufstufen, wenn ich gerade ein paar blaue Chips über habe. Ich sollte es nicht wirklich automatisieren. Ich denke, das ist keine gute Idee. Dann haben wir auf jeden Fall durchgehend irgendwelche Ressourcenengpässe. Wir haben jetzt schon zu viele Sachen, die automatisch hergestellt werden. Ja, das ist nicht gut. Warum machst du eigentlich immer noch blau? Achso, weil wir gar keinen Topaz mehr abbauen. Ja, ist okay. So, was wollte ich machen? Ich wollte die Tree Farm beschränken. Ich wollte das Eisending ausbauen. Ich wollte die schnellen Fließbänder machen, wo ich schon angefangen habe, aber noch nicht fertig bin. Ja, machen wir die Tree Farm. Tree Farm wäre folgendermaßen. Der kriegt die Tree Farm nicht durchgehend. Die Trees. So. Sondern sie bekommt. Achso, das war das Falsche. Raus. Raus. Sondern bekommt hier eine Kiste hin. Was da wieder ein bisschen doof aussehen wird, aber, ne? Lieber doof als überlaufene Kisten. Die hier nimmt dann die Bäume an. Bäume an, da. Und die hier legt nur Bäume rein, wenn im System, ja was, wenn was im System ist. Wenn im System weniger Rubber ist, ne? Ja, ich glaube schon. Wenn im System weniger Rubber ist, als sagen wir mal 500. Okay, das gleiche machen wir hier drüben. Weg, weg. Ich habe den Roboter aufgehoben. Du, du, Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Gucken wir mal, ob es klappt. Der will jetzt schon nicht reinlegen. Das heißt, wir haben jetzt schon mehr als 500 Rubber im System? Jo, 1100. Okay.
Das heißt, das kann ich jetzt wieder in Ruhe lassen, glaube ich. Das ging schnell. Okay. Ja, hier. Also das Einfachste wäre echt hier ein rotes Ärmchen. Da ein rotes Ärmchen, da ein rotes Ärmchen. Und dann hätten wir hier absolut keine Probleme. Bin ich auch fast versucht, das zwischendurch zu machen. Ich müsste es dann halt nur später entfernen, wenn die Roboter schnell genug sind. Aber wir haben 200 Roboter, die gerade nichts zu tun haben. Wobei, das könnten wieder irgendwelche Construction Bots sein. Die Anzeige ist ja ein bisschen fehlleitend. Also suche ich mal irgendwo im Robo-Einzugsbereich. Mist. Erstmal lässt du jetzt die Jungs raus. Ich habe keinen Roboport, ne? Kann ich schnell einen Roboport bauen? Nein, ich habe keine 45 roten Chips. Die Roboter hier könnte ich wegmachen, ja. Warum ist hier kein Licht? Oder ein Baum am Weg ist. So. Ja, die Bäume hier könnte ich wegmachen von Robotern, aber das bringt nichts. Da werden keine 200 Roboter beschäftigt sein. Oh, hallo. Komm hier gerade richtig. Setz mal bitte einen davon noch. Hier hin. Du kommst ja ganz schön gut durch. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre jetzt die Stelle gewesen, wo die Tore sind. Die mal eben nur die Hälfte der Hitpoints haben von unserer normalen Wand. Das wäre nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber sei es drum. Ich würde jetzt ganz gerne runter. Muss hier kein weg, oder? Ja, das könnte eigentlich weg. Wo wir ja unten die Anlage haben jetzt mit blauen Dingern. Aber Schritt für Schritt. Essen würde ich jetzt ganz gerne. Noch keine neuen, ne? Achso, die werden alle zu mir gleich geflogen. Ja, das ist natürlich ein netter Service. Gut, gut. Ich setze jetzt also die 11 schnellen Fließbänder noch hier hinten irgendwo hin. Wie sehen die Kisten inzwischen aus? Nicht wirklich voller. Das ist beeindruckend. Staut sich aber aus nichts. Also es würde jetzt nicht Sinn machen, hier noch mehr Kisten hinzustellen, noch mehr Ärmchen oder so. Das macht keinen Unterschied. Ich denke mal, das macht hier auch keinen Unterschied. Kann das sein? Nee, macht es nicht. Es ist eh durchgehend voll. Jetzt dich können wir mal drehen, damit du die Kiste auch noch voll machst. Die Fließbänder sehen aber nicht wirklich voll aus. Aber sie scheinen es zu sein. Ich denke mal, die Fließbänder sind einfach so schnell, dass diese Lücken hier gar nicht wirklich da sind, sondern nur so erscheinen. Weil sonst würde er ja hier oben das dazwischen irgendwie schieben. Ich probiere mal mit dem Splitter, ob es dann irgendwie schneller aussieht. Ja, den Express-Splitter müssen wir auch in so... Oh. Na gut. Nehmen die Fabrik, hau die Fabrik hier hin, ja. Mach bitte einen Express-Splitter. Und den werde ich manuell bedienen. Mach einfach so. Du bekommst einen roten Splitter, den können wir herstellen können. Genau, bauen wir zwei davon. Was brauchst du noch? Du brauchst ein paar rote Chips. Du brauchst ein paar Eisenzahnräder. Ich stelle mal eine Handvoll Eisenzahnräder her. Dich, dich, dich. Die Eisenzahnräder kommen gleich. Eisenzahnräder kommen gleich. Wo kommen sie? Da kommen sie. Du brauchst eine ganze Menge Eisenzahnräder. Gut, eine hätten wir schon mal. Da. Du kannst mit. Na, ah, brauchen noch eine Weile. So, dun, wieder zurück. Das sieht hier schon ganz gut aus. So, den tollen, schnellen Splitter, den ich gerade eben dahin getan habe. Machst du jetzt bitte mal dahin. Das sieht doch schon mal wesentlich enger mit Masche hier aus. Ah, ist schick. Okay, das heißt, ich brauche wirklich... Was? Achso, du arbeitest gar nicht mehr in die Richtung. Arbeite mal weiter in die Richtung. Zip. Ja, wesentlich engermaschig. Das heißt, ich bräuchte das Ganze jetzt nochmal. Irgendwie von hier. Naja, es stautet sich da. Ist auch nicht gut. Ach.
Aber ich habe gerade noch einen Dryer Drill geholt, ja, hier. Und einen Dryer Drill dahin. Und stock das mal auf von der anderen Seite.